alarmierend. Spermienzahl, Fruchtbarkeit und Testosteron sinkt immer weiter. Ursachen und Lösungen in diesem Video. Bei nahezu jedem 10. Paar im Alter von 25 bis 59 Jahren, das hierzulande einen Kinderwunsch hegt, bleibt dieser aber unerfüllt. Wie sich immer mehr zeigt, ist der Anteil des Mannes daran größer als lange angenommen und weiterhin bekannt. Denn auch bei voller Erektionsfähigkeit und Potenz ist keineswegs garantiert, dass das Ejakulat genug gesunde Spermien für eine Befruchtung enthält. Zwischen 1973 und 2011 hat sich die Spermienkonzentration laut Weltgesundheitsorganisation, das heißt WHO, mehr als halbiert. Von 99 Millionen auf 47 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten sogenannten westlichen Welt, also Europa, USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Das Tolle, eine neue Studie oder Daten wurden gar nicht mehr aktualisiert, weil bestimmt die Spermienzahl total gestiegen ist. Nein. Damit keine Panik geschürt wird und Menschen bloß nichts hinterfragen, was sie machen. Ja, und das ist für mich meines Erachtens hier ein Signal aufzuhorchen, warum dem denn nicht weiter nachgegangen wird. Bei meiner Freundin und mir, wir sind beide über 35 Jahre und es hat direkt beim ersten Mal geklappt, was völlig normal ist eigentlich. Daher ist das Video nicht nur relevant für Männer, sondern eben auch für Frauen, die es ihren Männern erzählen können. Ja? Denn viele finden Fußball, Bier, Autos wichtiger als das Schönste auf der Welt, Kinder. Zunächst sollten wir uns ansehen, welche Gründe dies haben kann, dass die Unfruchtbarkeit voranschreitet. Es gibt, boah, das blendet so übelst krass, ich habe vorne Licht drauf und noch das. Es gibt einen zweiten Trend in der Gesellschaft. Und zwar sieht man, dass das Übergewicht der Menschen immer weiter steigt. Jetzt könnte man behaupten, das sei nur eine Korrelation. Doch dafür gibt es Studien, um dies zu kausalisieren. Da habe ich doch was Interessantes gefunden für euch. In einer Studie mit dem Titel Zusammenhang zwischen Leptin, Fettleibigkeit, hormonellen Zusammenspiel und männlicher Unfruchtbarkeit. Das klingt doch super und wir schauen einfach mal rein. Zunächst sieht man, dass der Testosteronspiegel in Unfruchtbaren statistisch signifikant, also Faktor 2,5 mal so tief ist. Das kann damit begründet werden, dass Übergewicht auch zu einer Östrogendominanz führt, dem Weiblichkeitshormon. Da Fettgewebe Aromatase, ein Enzym, aggregiert, welches Testosteron zu Östrogen konvertiert. Daher verweiblichen Männer immer mehr und das ist auch nicht ungewollt, denn das macht sie natürlich gefügiger. Daher passt diese ganze Bewegung genau ins Bild, was aus Männern werden soll. Ebenfalls sieht man, dass die Menschen mit einem erhöhten Body Mass Index, BMI, auch diese Menschen sind, die statistisch signifikant mehr Unfruchtbarkeit zu verbuchen haben. Der BMI, Body Mass Index, ist nicht präzise für Menschen mit Muskelmasse. Daher wurde auch hier die Fettmasse bestimmt. Und auch hier statistisch signifikant mehr Körperfettanteil in der Unfruchtbarkeitsgruppe. Aber haben sich diese Parameter auch in dieser Studie durch die Spermienanzahl statistisch signifikant verändert? Fragezeichen. Ja, auch genau in diesen Gruppen war auch die Spermienanzahl statistisch signifikant herabgesetzt im Vergleich zu nicht übergewichtigen bzw. fettleibigen Gruppe. Also Fazit, ganz klar liegt es unter anderem am Übergewicht, dass die Spermienqualität herabgesetzt ist. Grund Nummer 2 ist klar die Ernährung. Dazu gab es ebenfalls eine Studie aus der Universität Rovira mit dem Titel Die Einhaltung der mediterranen Ernährung steht in positiven Zusammenhang mit der Spermienmortalität. Ja? Wie heißt das?
Oh Gott, das Wort kriege ich nicht hin. Mutti. Ich habe gerade einen Zungenbrecher. Eine Querschnittsanalyse und wir schauen direkt mal rein. Man sieht hier eindrücklich, dass die, die sich klar an die mediterrane Ernährung gehalten haben, statistisch signifikant bessere Spermien hatten, beziehungsweise die Qualität. Dann gab es noch eine weitere Studie von Elena Ricci aus Italien, oder Ricci, ja, zu mediterranen Ernährung und Spermienqualität. Und Quantität vor allem, auch die Anzahl. Schaut man sich die Ergebnisse an, dann sieht man, dass die Probanden, die strikt die mediterrane Ernährung durchgeführt haben, fast doppelt so viele intakte Spermien aufwiesen. Auch Umweltgifte, sogenannte Xenobiotika, wirken sich auf die Fruchtbarkeit aus. Seht selbst, eine interessante Studie aus der Abteilung für Umweltgesundheit, Chan School of Public Health, Boston, die 17 Jahre ging und 1618 Samenproben jährlich untersuchte, kam zu erschreckenden Ergebnissen. Konsensbildend sieht man hier eindrücklich von dem Jahre 2000 bis zum Jahre 2017 der verheerende Rückgang der Spermienanzahl sowie die Beweglichkeit jener. Und dann wurden noch Weichmacher bzw. aus Plastik, ja, DEHP, ja, Phthalate auch genannt, ja, wurden hier dementsprechend gemessen im Urin. Der Abwärtstrend bei der Spermienkonzentrationen und Morphologie wurde ebenfalls um 19% abgeschwächt, wenn die Phthalatkonzentration im Urin in die Modelle einbezogen wurden. Daher machen Weichmacher nicht direkt weichlich, aber weiblich. Ja. Aber auch das bekannteste Bisphenol A, kurz BPA, macht dich weiblicher. Es senkt nicht nur das Testosteron, sondern auch die Spermien. Daher Fazit, Übergewicht in Form von viel Fett führt zu einer Östrogendominanz. Ja. Und zwar nicht nur das, sondern mindert ebenfalls auch die Reproduktionsfähigkeit bezogen auf die Spermienqualität. Auch eine Ernährung, die der westlichen Ernährung gleicht, mit viel Fleisch, gesättigten Fetten, raffinierten Zucker und verarbeitete Lebensmittel overall, hindern dich am Kinderwunsch. Zuletzt sind Umweltgifte zu vermeiden. Alle Stoffe, die der Körper entgiften muss und die so nie im Körper vorkommen würden. Ich persönlich meide Plastik bei Flüssigkeiten, so gut es geht, definitiv. Synthetische Süßstoffe meide ich absolut, vorsichtshalber mal, ja, und kaufe immer nur Bio ein, ja. Ich kann euch die Marke Puracell für Nahrungsergänzungsmittel hier zum Beispiel sehr empfehlen, denn diese testen ebenfalls ihre Produkte auf Schadstoffe, vor allen Dingen Ethylenoxid, Pestizide, Schwermetalle, Erreger in unabhängigen Laboren. So, und da wir die Quellen jetzt so gesehen, so gut es geht, eliminiert haben, ne, gibt es noch einen weiteren Faktor, und zwar Marihuana. Ja? Und auch dazu gibt es eine Studie mit Jamaikanern, ja, ziemlich klischeehaft, ja, die klar zeigt, ja, dass die Spermienbeweglichkeit und die Anzahl jener sich teilweise um den Faktor 7 verringert hat in den Männern, die dieses rauchen. Aber auch Tabak, ja, einige chronische Erkrankungen, ja. Das würde aber hier dementsprechend noch den Rahmen sprengen, ja. Also ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, einen gesunden Lebensstil einfach, ja. Und ganz komischerweise soll er eventuell bald Marihuana legalisiert werden. Was das wohl für einen Grund haben kann, ich weiß. Ashwagandha kennen mittlerweile viele. Dort gab es tatsächlich eine Meta-Analyse bezogen auf die Reproduktivität. Ja? Die Ergebnisse lauten wie folgt. Es wurde festgestellt, dass Ashwagandha-Extrakt die Funktion des Fortpflanzungssystems auf vielerlei Weise verbessert. Das AWG, also Ashwagandha-Extrakt, verringerte die Unfruchtbarkeit bei männlichen Probanden aufgrund der Verbesserung der Samenqualität, die auf die erhöhte enzymatische Aktivität im Samenplasma und die Verringerung des oxidativen Stresses zurückzuführen sein sollen. Außerdem verbesserte das Ashwagandha-Extrakt das Gleichgewicht des luteinisierenden Hormons und des follikelstimulierenden Hormons. Schwierige Wörter, ja. Ebenfalls, ja, wichtig ist, bei der Frau verbesserte es die Ausbildung des Eisprungs, ja, und Geschlechtszellen, was zu einer Follikulogenese führte,
Wieder ein schwieriges Wort. Das Gewicht der Keimdrüsen erhöhte sich ebenfalls, was sehr, sehr wichtig ist bei der Frau. Das kann mitunter daran liegen, dass es das Östrogen und das Prolaktin im Körper reduziert durch die sekundären Pflanzenstoffe im Ashwagandha-Extrakt, wie zum Beispiel Gerbstoffe, Saponine, Terpenoide, wie zum Beispiel die hier gerade in der Luft liegen, durch diese Nadelbäume hier um mich herum, Steroide, Flavonoide. Ja. Weitere sehr starke, meines Erachtens Aromatase-Hemmer, ja, sind vor allen Dingen die noch sehr unbekannt sind, das ist das Krisin, ja, mit CH. Packe euch ebenfalls mal in die Beschreibung rein. Meines Erachtens ein sehr, sehr unterschätztes Produkt, gerade in der liposomalen Darreichungsform ist das wirklich sehr, sehr potent, ja, weil Pulver allgemein sehr, sehr schlecht aufgenommen werden, weil die für den Körper keine essentiellen Nährstoffe darbietet und deshalb auch keine extra Transporter es für diese Stoffe gibt. Von daher gelangen sie irgendwie über Umwege in den Körper. Von daher ist die liposomale Darreichungsform da wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Dann gab es noch eine randomisierte Studie zur Frau. Denn es hat sich nicht nur positiv beim Mann ausgewirkt, mit 50 Frauen aus Indien, aus dem Santanti Fruchtbarkeitszentrum aus dem Jahre 2015. Über 8 Wochen ging diese Studie. Es ist klar quantifiziert, dass der sexuelle Funktionsindex bei der Frau signifikant gestiegen ist im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dieser bestand dann aus Orgasmus, ja, Befriedigung und so weiter halt, ja, diese ganzen Thematen, die das ganze, ja, den sexuellen Apparat quasi umfasst, ja. Das Gute war, es gab keine Nebenwirkungen, die unerwünscht waren. Dann gab es noch eine weitere Studie mit Ashwagandha aus dem Department of Biochemistry aus Indien mit 60 Probanden über 3 Monate. Hier als Pulver. Nicht Extrakt, sondern ganz normales Pulver, ja. Das heißt, die Wurzel tatsächlich einfach vermahlen. Die Wissenschaftler konkludieren, die Behandlung führt bei einer beträchtlichen Anzahl von Personen zu einer Verringerung des Stresses, einer Verbesserung des Gehalts an Antioxidantien und zu einer Verbesserung der allgemeinen Samenqualität. Die Behandlung führt bei 14% der Patienten zu einer Schwangerschaft. Und das ist schon sehr stark. Hier sieht man nochmal den statistisch signifikanten Anstieg der Spermien und die Beweglichkeit bzw. die Agilitätszuwachs jener Spermien. Schön hier auch zu sehen, dass Cortisol, ein Stresshormon aus der Nebennierenrinde, nicht aus dem Mark, da kommt das Noradrenalin und das Adrenalin her, ja? Nicht zu verwechseln. Also der Cortex ist die Rinde, da kommt das Cortisol, das Stresshormon. Das hat natürlich starken Einfluss ebenfalls auf die Fruchtbarkeit, ja? Und das wurde hier ebenfalls statistisch signifikant gesenkt durch das Ashwagandha. So wie das typische Testosteron, ja? Ebenfalls natürlich sehr, sehr wichtig ist, ja, damit es überhaupt erstmal zum Akt kommen kann. Also Fazit, viele Studien bilden einen Konsens, dass Ashwagandha anscheinend einen signifikanten Einfluss haben könnte auf die Spermienanzahl und die Beweglichkeit der Spermien. Ich kenne keinen anderen Stoff, der diese Funktion so in Studien bisher zeigte. Meine Vermutung ist, dass Krisin dies ebenfalls in diesem Maße so könnte. Dazu gibt es aber noch keine Publikation, weil der Stoff noch relativ neu ist. Auch Auswirkungen auf Hormone, Stress, ja, Stresshormone, ja, und die Lust sind nicht zu vernachlässigen und wurden positiv beeinflusst durch Ashwagandha. Vorab sollte sicher aber ebenfalls die Lebensstile überprüft werden, ob genügend auch Sport integriert ist, denn das steuert ebenfalls positiv deine Antioxidantien im Körper und dein Stressniveau natürlich halt, wenn du nicht übertreibst beim Sport. Gesunde Ernährung natürlich, um sein Körpergewicht und seine Ernährung quasi ja, im Gleichgewicht zu bekommen. So, und wer diesen Lebensstil dementsprechend noch ergänzen möchte, da könnte vielleicht Krisin oder Ashwagandha eine interessante Alternative darstellen von natürlichen Substanzen, die in der Natur vorkommen, mit keinen bekannten Nebenwirkungen in mäßigen Konzentrationen. Und von daher an kann ich euch das als Tipp an die Hand geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sage ciao.